Wie wollen Sie denn die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Bocholt sehen? Sie haben eben beide gesagt, Sie sind Teamplayer, Sie wollen die Mannschaft mitnehmen. Da müssen Sie auch mal erklären, wohin soll es denn gehen? Was ist das Ziel? Und in dem Fall würde ich sagen, fängt Herr Welsig mal an und sagt ganz kurz, wenn es geht, denn wir halten uns heute möglichst kurz. Was ist denn das Ziel? Wohin soll es mit dem Wirtschaftsstandort Bocholt gehen? Auf jeden Fall aufwärts. Das ist schon mal gut. Ich bin ganz klar der Meinung, dass das Potenzial, was wir hier in Bocholt haben, bisher so noch nicht gehoben wird. Ich bin mir ganz sicher, dass die Wirtschaft in Bocholt, wenn man die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, wesentlich mehr leisten kann, als momentan geleistet wird und wie die Vorgaben das halt realisierbar machen. Dann müsste aber jetzt der Dekus in den Boden versinken, denn das ist ja nun eine Klatsche, oder? Nein, das ist keine Klatsche, das ist absolut positiv gemeint. Ich sehe ein Riesenpotenzial in Bocholt, aber dieses Riesenpotenzial muss durch die entsprechenden Rahmenbedingungen auch behoben werden können. Welche Rahmenbedingungen sind das, die Sie jetzt genau ansprechen, wenn man jetzt sagt, also wir kommen gleich noch zu den Rahmenbedingungen, die sicherlich, die müssen ja immer optimiert und immer verbessert werden. Was konkret meinen Sie denn? Ich meine, zu sagen, dass, da ist mehr Potenzial und das müssen wir heben, ist leicht gesagt. Was meinen Sie konkret? Es gibt viele Faktoren, die meiner Meinung nach verbesserungswürdig sind. Zum einen braucht Wirtschaft Raum. Wirtschaft braucht Raum auch in der Fläche. Wir sind zwar durch den neuen Regionalplan da etwas gehemmt worden, also müssen wir uns Gedanken machen, wie wir intelligentere Lösungen schaffen, wie wir intelligenter Fläche zur Verfügung stellen und auch sparsamer zur Verfügung stellen und trotzdem den Wirtschaftsstandort Bocholt, auch das einzelne Unternehmen dabei nicht behindern. Gut, das ist schon mal ein Ball, den ich mal rüberspiele. Zu Herrn Nebelow. Herr Nebelow, auch für Sie die Chance zu sagen, wo sehen Sie denn die Wirtschaft in 10 Jahren vielleicht oder in 5 Jahren? Bleiben wir einfach mal bei Ihrer Wahlperiode, 6 Jahre. Also ich meine, dass wir als Wirtschaftsförderung, vor allem im Fachbereich Hilfe mit Herrn Kaiser und dann die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit Herrn Nikus, die Potenziale unserer Wirtschaft durchaus richtig einschätzt und erkannt hat, das werden ja nicht umsonst auch mit der Wirtschaft selbst Gespräche geführt, denn wie kann man die Leute, die man fördern will, besser unterstützen, indem man erstmal mit denen spricht. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten Gewerbefläche zur Verfügung gestellt. Es ist seit langem bekannt, dass gerade die belastbaren Gewerbeflächen immer weniger werden, weil die Landesregierung ganz klar erklärt hat, mit dem Flächenfraß aufzuhören. Ja, wir sind natürlich an die Vorgaben des Regionalplans gebunden und müssen dann sehen, dass wir mit den Flächen, die wir anbieten können, auch haushalten. Das heißt, den Unternehmen die Flächen ganz gezielt auch in der Größe zur Verfügung zu stellen, die benötigt werden. Das ist nicht einfach. Das ist nicht nur einfach im Bereich der Gewerbeflächen, sondern auch im Bereich der Baulandflächen. Denn es ist ja nur so, ein Wirtschaftsstandort Bocholt ist ja nicht nur dann interessant, wenn Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt wird oder wenn der Unternehmer kurz einen Draht zur Verwaltung hat. Nein, die sogenannten ehemaligen weichen Standortfaktoren wie Bildung, Kultur und Angebot sind natürlich heute eher harte Standortfaktoren, weil wenn heute ein Unternehmen sich entscheidet, nach Bocholt zu kommen, ist das keine Entscheidung, die der Unternehmer ganz alleine trifft, sondern das wird mit der ganzen Familie besprochen und da wird natürlich auch gefragt, wie sieht es denn aus mit Schulbildung, mit Kultur, mit Unterhaltung und mit Einkaufsmöglichkeiten. Jetzt kam ja eben schon mal zumindest die Anregung auf oder die Kritik auf, da könnte auch, hätte auch noch mehr gemacht werden können. Das heißt, wenn ich Welsig richtig verstehe, hat das noch nicht so ganz funktioniert oder könnte es zumindest optimiert werden, was die Wirtschaftsförderung betrifft. War es richtig, die Wirtschaftsförderung auszulagern? Ist es nicht so wichtig, Wirtschaftsförderung nicht so wichtig, dass es eine Strafstelle des Bürgermeisters sein muss? Es ist ja nun so, wir haben ja die Wirtschaftsförderung ganz bewusst auch nach politischen Diskussionen ausgegliedert, weil wir einfach gemerkt haben, dass ein Fachbereich innerhalb Verwaltung die Flexibilität haben kann, die er haben muss, um vernünftig Wirtschaftsförderung zu machen. Wir haben auch den Mitarbeiter, der damals für die Grundstücksvergaben innerhalb des Fachbereichs zuständig war, abgeordnet zur Wirtschaftsförderung. Der ist dort tätig, wird auch weiter von der Stadt bezahlt. Und die Wirtschaftsförderung ist natürlich in einer Gesellschaft, in einer GmbH und KUKA angesiedelt. Und da hat die Stadt Bocholt 51% der Anteile und die anderen 49% sind besetzt mit Unternehmen und auch Gewerbetreibenden in der Mitte. Und das ist eine gute Voraussetzung, um Bocholt auch für die Wirtschaft weiter nach vorne zu kommen. Ist die Wirtschaftsförderung denn personell richtig ausgestattet? Wenn ich sehe, wenn ich so richtig zusammenzähle, sind das 3 Mitarbeiter, also genauso viel wie in Ihrer Pressestelle. Das ist immer das ein großes Problem, gebe ich zu. Und Herr Dikus arbeitet natürlich immer daran, die personelle Aufstockung zu erreichen, mehr Personal, insbesondere auch für die
die Innenstadt, ein City Manager. Das sind dann aber Sachen, die in der Aufsichtsrat diskutiert werden müssen und dann ist natürlich auch die Frage des Geldes und wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass eben bei der Frage der Aufstockung des Personals die Politik also sehr zurückhaltend ist. Ein Thema ist angesprochen worden, das ist das Thema Bauland oder nicht nur Bauland, sondern eben auch Industriefläche bzw. Gewerbefläche. Da hängt man ja auch so ein bisschen am Tropf der Bezirksregierung, gibt halt vor, welche Plätze da zur Verfügung stehen. Und wir haben hier in Bocholt einige Beispiele, wie zum Beispiel Firma Lück, die möchte gerne bauen, kriegt aber nichts in der Nähe, andere gibt es auch. Ist da vielleicht in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht worden, falsch geplant worden oder ist das jetzt einfach ein Flächenproblem, in das man einfach jetzt mal angehen muss? Also ich möchte daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren damit begonnen haben, unseren IPA von 235 Hektar auf 300 Hektar zu vergrößern. Ich darf daran erinnern, dass unser IPA eines der größten zusammenhängenden, voll erschlossenen Gewerbeflächenareale in Nordrhein-Westfalen ist und das in einer Stadt wie Bocholt. Und ich darf auch daran erinnern, dass vor vielen, vielen Jahren, als die Kommunalpolitiker vor der Entscheidung standen, machen wir diesen E-Park überhaupt? Kaufen wir die Grundstücke? Erschließen wir diese große Fläche in der Hoffnung, dass sich dort Industrie ansiedelt und auch, dass diese Fläche irgendwann mal vor wird? Das war eine Entscheidung, die war heute, würde man sagen, visionär. Und diese Entscheidung hat sich als richtig hergezogen. Nur heute haben wir das Problem, dass wir die Flächen nicht mehr in diesem Maße zur Verfügung stehen. Und wir müssen ganz deutlich erkennen, dass Flächen gerade auch im Bereich des Baulandes nicht nur für unsere TEB ganz lukrativ sind, sondern dass auch Privatpersonen, die daran ein großes Interesse haben, Flächen zu erwerben, die dann in Bauland umgewandelt werden können und die durchaus auch in der Lage und bereit sind, mehr Geld zu zahlen, als wir als Stadt das bisher gewohnt waren. Aber Herr Wersel, Sie haben doch irgendwie eine Idee, wie man dieses Gewerbeland noch besser nutzen kann, oder? Ich habe gesagt, wir müssen die Flächen, die uns zur Verfügung stehen, zum einen wegen des Regionalplans, aber auf der anderen Seite auch wegen der Flächenknappheit an sich, die Flächen effektiver nutzen. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn man einen Handwerksbetrieb hat, muss ich auf dieser Fläche nicht noch den Raum vorhalten, damit dort große LKWs drehen. Das muss man dann in Gottes Namen auf der Straße machen. Wenn ich natürlich ein Transportunternehmen habe, dann muss ich die LKWs auch auf der Fläche unterbringen können, beziehungsweise dass die auch dort rangieren können. Es ist nicht zielführend, wenn wir Flächen so groß ausweisen, dass dort jeder LKW drehen kann. Da könnte man besser dann aus drei Flächen vier machen. Aber wenn ich den Juristen kenne, dann wird er wahrscheinlich sagen, es ist halt so vorgeschrieben, oder? Ja, man hat es ja in der Justizreihe nicht immer mit zwingendem Recht zu tun. Man kann natürlich auch im Bereich des Baurechts durchaus Ermessen haben und auch ausüben. Und wenn man das Ermessen hat, dann sollte man das so ruhig im Sinn ausüben. Klappt ganz gut. Weil wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die Wünsche und Anforderungen, die wir seitens der Unternehmerschaft erfahren, nicht völlig grundlos da sind, sondern die haben wirklich ihre wirtschaftliche Berechtigung. Und natürlich, Unternehmen sind natürlich auch daran interessiert, so wenig möglich ist, Fläche wie möglich zu verbrauchen.